Morgen und willkommen zu einer neuen Folge Graveyard Keeper. Wir waren dabei, die Kirche mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Wir haben im Keller schon hier und da ein paar Sachen gemacht. Oh, und ich habe gerade im Schlaf den Esel gehört. Na, Kleiner. Du scheinst ja ganz gut hier zu klarkommen. Ja, ich habe gerade erst die Kirche eröffnet. Also gehört dir jetzt alles? Ja, ich glaube. Ich gratuliere. Das hast du echt Glück gehabt, dieses ganze Kapital zu bekommen, dein eigener Boss zu sein. Du bist jetzt ein Kapitalist. In dieser Welt bekommt ein hart arbeitender Esel wie ich einfach keinen Huf auf den Boden. Selbst du profitierst jetzt von meiner billigen Arbeit. Ich kann dich nicht mehr als Genossen bezeichnen. Das kann ich nicht tolerieren. Hier hast du ein Geschenk von mir. Was zur... Da, was? Na, warte. Oh, 12 Kartensamen. Dankeschön. Warum laufe ich jetzt so schnell? Das fühlt sich gerade nicht richtig an. Was wollte ich hier überhaupt? Verdammt, ich wollte rübergehen und heute eigentlich noch mit dem Händler sprechen, weil der ist gerade noch da. Verdammt. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwie pünktlich rüberkomme. Ich versuche jetzt durch einen Geheimgang zu rennen. Aber das sieht nicht gut aus. Ach komm, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Da muss ich noch mal eine Woche warten. Tu mir das nicht an. Tu mir das bitte nicht an. Ah, und er ist, glaube ich, schon weg. Shit, hier müsste er eigentlich stehen. Ich habe ihn verpasst. Aber, dafür kann ich hier noch ein, zwei... Hätte ich... Doch, jetzt klappt's. Ein, zwei Beeren holen. Komischerweise komme ich an diesen Bärenbusch nicht dran, weil die Blume im Weg war. Naja, machst du nichts dran. Müssen wir halt nächste Woche erstmal wieder zum Händler. Oder hatten wir das schon? So, Friedhofswärter Mission, du musst zurück nach Hause zu deiner Frau kommen. Aktiviere das Portal auf dem Hexenhügel und rede mit dem Astrologen über das Portal. Gary muss sich eine Flasche Wein holen. Frau Anmut, interessiert mich nicht. Episkop. Ja, das ist er. Ja, da, die Mission von Horadric. Rede mit dem Händler am... Orangenen Tag. Ich finde noch nicht wirklich Bezeichnung dafür. Wobei es müsste ja eigentlich Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, am Donnerstag. Aber das ist Schwachsinn, weil ich habe gemerkt, dass oben links dieses Ding sich andersrum dreht. Jetzt weiß ich aber zumindest, dass der Esel hier wohnt. Da kann ich mal gucken, ob ich da irgendwann mal reinkomme. Gerade alles so ein bisschen durcheinander in meinem Kopf. Gut, ich brauche... Eine Flasche Wein. Die bekomme ich aber nicht hier. Sehe ich gerade. Wo bekomme ich denn Wein? Nee, bei dir auch nicht. Sieht nicht gut aus, die Taverne. Habe ich denn eine Geschichte? Nein. Aber, irgendwo hier waren Apfelbäume und diese Apfelbäume brauche ich. Dann kann ich wieder ein bisschen Beerensaft machen und nachher eventuell wieder Wackelpudding, der extrem geil viel bringt, wenn ihr mich fragt. Den finde ich echt gut. Was ist denn das hier? Eine Presse. Karte. Da. Wo sind wir? Wir müssen da sein. Oben waren wir noch nicht. Das heißt, hier gerade nach oben, da müsste dann ein Gebiet kommen, was wir noch nicht kennen. Schauen wir mal. Aha, eine Angelstelle. Dies ist eine Angelstelle, meinen die wohl. Du findest auch noch andere im Dorf, am Fluss, im Sumpf und am Meer. Ich bin am Meer. Und angeln könnte ich auch. Also, wenn ich eine Angel hätte. Karte nochmal.
Ja, hier geht's echt noch ein bisschen weiter. Da ist eine kleine Sandbank, die wir ausräumen können, wenn wir dazu die Technologie irgendwann mal kriegen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich an den Lehm drankomme. Wirklich null Ahnung. Oh, aber ein Bärenbusch. Meiner. Kannst du mir das beibringen? Nein. Ich wüsste echt gerne, wie zur Hölle man an diesen Lehm drankommt. Ja, mein Motto ist ja Lehm und Leben lassen. Habt ihr ja in der letzten Folge gemerkt. In der vorletzten Folge, Entschuldigung, ist ja schon zwei Folgen her. Aber hier geht noch nichts. Kannst denn du? Holz, Holzstückchen, Holz, Holz, Holz. Braucht kein Schwein. Kann ich dir was verkaufen? Da habe ich gerade nicht nachgeguckt. Ja, aber das wirft mir nicht genug ab. Und du verkaufst Kacke. Dünger. Du hast Milchprodukte. Kannst du was? Nein, du stehst da einfach nur rum und machst gar nichts. Kann ich hier in das Haus rein? Nö. Ich würde eigentlich gerne mal zum Esel gehen, aber die Tür ist verschlossen. Nicht jetzt. Der ist doof. Der hat mir wehgetan. Wir können neue Sachen reinschmeißen. Gerade zur rechten Zeit fertig geworden. So, erstmal 40 Sachen hier reinpfeffern. Dann können wir für 360 Feuer mal 12 Eisen machen. Ja, jetzt läuft's rund. So, weg, 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 weg. Alles in die Schatulle. Brauchen wir gerade nicht. Was ist denn das hier? Eine Geschichte. Ja, die sollten wir eigentlich dem Baden erzählen, aber Quest ist erstmal dem noch Papier. Warum kann ich den Pelz nicht aufheben? Papier und Tinte zu bringen. Und dich nehme ich auch noch mit. Was ist das? Bist du jetzt ein Geistlicher? Sieht so aus. Ich kann mich an nichts nach dem Tod erinnern. Vielleicht ist dort gar nichts. Oder ich hab's wieder vergessen. Weißt du, ich hätte diese nützliche Angewohnheit. Ich hatte. Welche denn? Ja, ich habe leider noch keinen Wein. Bis später. Meine Leiche. Da kommt gleich auch noch anscheinend eine neue runter. Der Esel war ja auf dem Weg zu uns. So, ah, verdammt, wir haben einen Kopf schon verloren. Schade, 90%. Wir entfernen jetzt erstmal das Blut. Ja, Blut entfernen. Dann wird die Leiche ein bisschen schöner. Ja, jetzt haben wir da drei Totenköpfe. Also drei weiße von vier. Einer ist noch rot, da können wir jetzt noch das Fett entfernen. Fett entfernen macht eine Leiche auch schöner. Das heißt, wir sollten jetzt eine Leiche haben mit vier Punkten. Jawohl, richtig. Wir gehen uns jetzt erstmal die an... Hä? Hast du nicht. Ah, du hast noch was zu sagen. Eins, zwei, drei, vier. Esel verdienen noch mehr. Karotten. Was machst du da? Ich strecke. Was soll das heißen? Das heißt, dass ich mich nicht weiter unterdrücken lasse und dir keine weiteren Leichen mehr bringe. Jedenfalls nicht für umsonst. Ich habe eine Reihe von Bedingungen. Zuerst verlange ich bessere Arbeitsbedingungen. Öle die Räder, ich kann diesen Klang nicht mehr ertragen. Außerdem Urlaub. Keine Leichen mehr am Sonntag. Und zuletzt, ich will besser bezahlt werden. Von dir. Diese Leichen sind nicht dein Eigentum. Sie sind natürlich Ressourcen und ich will meinen Anteil. Jede weitere Leiche kostet dich 5 Karotten. Im Voraus. Die kannst du in eine spezielle Kiste hier packen. Ich hole mir dann die Karotten daraus ab. Wenn dir das nicht passt, kannst du dir einen anderen Esel suchen. Oh, es gibt keinen anderen Esel. Naja. Dann. Okay, Karotten, gerne, mache ich. Er hat sich ja ganz am Anfang schon beschwert. Gut, und jetzt steckt da die Karotten rein.
Ich habe noch keine Karotten. 10? Wahrscheinlich für die Leiche jetzt und für die nächste. Gut. Der Esel, der bleibt da, der streikt ja, also lassen wir ihn noch mal ein bisschen da. Und die Leiche nehmen. Die vergraben wir jetzt erstmal. Because I can. So. Zack. Müssen wir nur noch ausgraben, ne? Ja. Ja, das sollte klappen. Und unser Friedhof ist nochmal schöner geworden. Gut, ab aufs Feld. Wir müssen noch ein paar Karotten anpflanzen. Kackt der hier auf dem Weg? Ich glaube das immer noch nicht. Eieiei. Oh, Ressourcen. Ah, Möhren. Kann ich die so ernten? Geil. Wie viele? Cool, 7 Karotten, 3 Samen, 5-mal Ernteabfall. 2 Samen. Okay. Ich bräuchte hier noch ein leeres Beet. Mein 2 könnte ich noch anpflanzen, oder? Läuft doch. Zack, zack, zack. Ah, okay, er nimmt sie also wirklich hier aus der Tüte raus. Also aus der Kiste. Tüte ist auch geil. Dann können wir den erstmal da hinpacken, den Torf. Zack, weg. Ah, cool, die ganzen Sachen sind reif. Geil. Jetzt muss ich was essen. Ich habe nicht genug Power. Und dazu nehmen wir ein paar Beeren. Schade, dazu haben wir nicht genug. Also, den Rest wieder wegbringen. Zack, rüber. Sonst noch irgendwas? Nö. Aber ich glaube, die Ernteabfälle, die können wir jetzt hier links reinschmeißen. Ja! 33. Los, mach mal. Habe ich die anderen jetzt noch im Inventar? Ja, habe ich. Und dann kommen auch die in die Kiste. Und wenn das so funktioniert, wie ich das denke, dass es funktioniert, sollten wir da nachher auch Zugriff drauf haben. Was können wir eigentlich noch bauen? Beet mit Stäben, eine Kiste und einen Komposthaufen. Ja, haben wir ja alle schon. Gut. Und schon wieder mehr Eisenbarren. Dann werden wir die ganzen grünen Sachen hier oben mal reinkloppen. Boah, noch mehr Beeren. Geil, wird ja langsam wirklich hier. Und die Kiste muss ich irgendwann mal umsortieren. Die Sachen kommen unten in die Leichenhalle. Können wir was kochen? Oh, Rübenscheiben. Karottenschnitzel. Okay. Fischsuppe. Mh. Ja, ich mache erstmal ein paar Rübenscheiben. Boah, das braucht aber echt gut Brennholz. Dann machen wir erstmal 8, damit wir nachher noch was über haben. Dididim. Ja, und jetzt? Ich glaube, jetzt ist Schlafenszeit. Ein bisschen regenerieren. Ich trinke mal einen Schluck währenddessen. Übrigens, ich freue mich wieder, dass ihr bis hierhin wieder zugeguckt habt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, jetzt nervt mich mein Handy gerade. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, hinterlasst gerne mal ein Abo. Ganz wichtig ist die Glocke, weil ohne Glocke haben wir natürlich wieder das Problem, dass ihr keine Meldung bekommt.
ja, wenn wir ein neues Video rausgehauen haben. Kommentar ist immer gewünscht, einen Daumen hoch und so weiter. Ihr kennt das ja. Und wir können natürlich nur mit eurer Hilfe ein bisschen größer werden. Versteht sich. Community aktuell das Wichtigste. Hallo kleiner Eselin, du bekommst jetzt erstmal deine 10 Karotten, die ich oben natürlich vergessen habe. Die esse ich nachher, Karotten 10 Stück. Zack, meine und weiter. Aber ich packe erst nochmal Pilze in den Ofen. So geil gebratene Champignons. Ja, mit TSCH, Champignons. Ihr versteht mich sehr oft sehr wohl richtig. Na also, war doch gar nicht so schwierig. Haha, und das ist erst der Anfang. Musst du das unbedingt hier machen? Ja, muss ich. Das ist nicht deine Straße und das ist mein Manifest. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist, dass du cool bist oder irgendwie sowas. Bin ich auch. Nur nicht zu dir. Du kleiner... Öl auch noch. Jetzt will der Öl haben. Esel. Esel! Gut, aber ich gehe jetzt erstmal wieder hier in die Kiste, weil ich ein paar Blumen habe. Dafür brauchen wir auch noch Torf und Steine, naja, fürs Blumenbeet. So, die sind aber schon mal richtig. Die kommen da jetzt alle rein. Die fresse ich und den lege ich mir ausrüsten auf links. Ha! Sehr gut. Warum ist die Maus jetzt wieder aktiv? Vielleicht, weil ich ein bisschen gegengetreten habe. Her mit dem Torf. 5 nehmen wir mit rüber. Dann noch ein paar kleine Steinchen. Wird ein bisschen schwerer für die Beinchen. Aber da müssen wir jetzt durch. 10 bitte. Danke. Und weiter geht's. Oh, Eisenbahn. Kann ich eigentlich hiermit... Ruhestein zur Kirche? Nein. Abbrechen. Aber ich kann schnell... Ah, oh, damit hätte ich eben schnell zur Stadt reisen können. Ja, blöde Aufnahmepause. Hm. Wir machen jetzt ein paar schöne Blumenbeete. Da kann ich noch. Schön, dass die sofort schön sind. Freut mich. 29. Geil! Holzreparaturkit. Zack, wieder plus 1. Holzmarkierung ist in Schuss. Hier, Stein. Ach, das ist ein Steinkreuz. Das sieht so unsteinig aus. Ja, hier wohl Stein, 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 Stein. Ich brauche Lehm. Gut. Können wir irgendwas hier unten machen? Ja, ich könnte einfach mal hingehen und mir die Haut holen. Was ist das hier? Da muss ich jetzt nochmal mit Tastatur dran. Was haben wir denn hier? Schweinslederhaut. Ah, und dann kann ich... Ah, dann kann ich Papier machen. So geht das. Sehr schön. Ja, da müssen wir jetzt wieder ein bisschen Weg laufen. Ich muss gucken, dass ich endlich diese kreisige herbekomme. Damit wir nicht immer die blöden langen Wege oben rumlaufen müssen. Haut hatte ich oben gelagert im Haus. Ja, dann können wir damit jetzt mal umziehen. Dann kommen die Sachen unten in die Kirche. Ich glaube nämlich auch nicht, dass ich die hier noch irgendwie brauchen könnte. Pilze! Nee, nicht in die Essenstour. Oh, nur einmal Haut. Nee. Ja, die Steine. Die Steine wollte ich auch noch da oben am Friedhof lassen. Mhm. Läuft bei mir und bei euch.
Steine. 6 Stück rein da. Holzwerkzeug rein da. Ich bin echt gespannt auf nächsten Sonntag. Na, na, na. Blaue Punkte, blaue Punkte. Rote Punkte. Naja, zumindest bekommen wir hier erstmal Papier. Kann ich die schon irgendwie analysieren? Wahrscheinlich kann ich hier gar nichts machen ohne Wissenschaft. Da erhalte ich plus 2. Geil. Das gefällt mir. Ah, deswegen. Ha. Okay, jetzt ist logisch. Ich brauche Papier, damit ich hier die Studien machen kann, damit ich was habe, um die Studien, ja, festzuhalten. Glaube. Was wollen wir jetzt erstmal machen? Ich möchte forschen. Die Spitzhacke. Ja, mache ich jetzt einfach mal. Wow. Was ist denn da jetzt gerade passiert? Ganz viele Punkte bekommen. Warum auch immer. Studieren. Nehmen wir einmal Blut. Ich habe keinen Glauben mehr. Das hat alles... verdammt. Die Spitzhacke hat den Glauben gefressen. Das hört sich schon ziemlich doof an. Blut, Knochen, Fett, Schädel. Zack, alles weg. Papier kann ich auch hier laschen. Laschen. Ja. Können wir alles hier lassen. Perfekt. Und was wir auch hier lassen können, bevor ich auch das wieder mit mir rumtrage, ist einmal hier Torf. Tschö, Torf. War schön mit dir. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich mir hier ein paar Technologien kaufen kann. Headset kneift gerade so. Okay, nein. Natürlich nicht. Ich habe immer noch keinen Glauben. What the f... Naja, ich bekomme erst meinen ersten Punkt, wenn ich anscheinend eine Messe gestalte. Oh, oh. Plopp. Maden? Was kann ich denn mit Maden machen? Irgendwas brauchte ich die. Ich habe es aber nicht mehr im Kopf, für was ich die brauche. Brauche ich hier irgendwas für Maden? Nee. War das irgendeine Technologie, was mit Maden zu tun hat? Irgendwo habe ich doch Maden gesehen. Da! Na, okay. Gut. Komme ich nicht mit weiter, kann ich noch nichts mit tun. Aber schon wieder ein Eisenbahn. Wir können uns die Teile hier mal rausnehmen. Und dann mal ein bisschen was craften. Nägel können wir ja immer brauchen. Zack. Wir haben ja noch genug Energie und wir haben vor allem Essen. Dreimal Nägel. Dreimal einfache Metallteile. Na, die fressen schon ziemlich viel Leistung. Ein paar Komplexe. Einfach, damit wir ein paar auf Reserve haben. Das kann ja, wie gesagt, nie schaden. Rüber, 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 rüber. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, als nächstes könnten wir mal gucken, was es alles zu schmieden gibt. Haben wir alles? Axt, Schaufel. Jetzt muss ich mal gucken. Axt, Spitzhacke, Schaufel. Rostiger Hammer. Axt, Spitzhacke, Schaufel, rostiger Hammer. Okay, wir können auch nur einen rostigen Hammer bauen.
Spitzhacke, Schaufel, Axt. Ja, ist wirklich alles richtig. Gut, wir brauchen ein Schwert. Dafür brauchen wir noch zwei Seile. Für die Seile brauchen wir Hanf. Und das kann ich noch nicht herstellen. Aber Pilze. Pilze. Meine Pilze. Das hört sich falsch an. Was ist denn irgendwie... Gucken wir doch mal bei den NPCs. Hat irgendjemand einen Mond über sich drüber stehen? Nö, sieht nicht so aus. Gut, Öl. Öl. Keine Ahnung, wo ich Öl herbekomme. Ab zum toten Pferd. Wahrscheinlich erst, wenn die ganzen Händler Rang 2 bekommen. Ja, da muss ich einfach noch ein paar Sachen für machen. Ja, da muss ich viele Sachen machen und ihn mal so ein bisschen leer kaufen. Er möchte heute nicht. Du möchtest auch nicht. Tinte brauche ich noch. Papier habe ich jetzt, Tinte bräuchte ich noch. Sehr suspekt hier. Hallo? Ich glaube, der wollte eigentlich ein paar Sachen klauen. Gut, dann geht's jetzt erstmal wieder ins Bettchen. Zack. Ha. Ja, und auch heute wieder nur eine kurze Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Ich guck mal, wie ich in den nächsten Wochen die Folgen so schneide. Kommentar, Abo und so. Und dann bis später. Tschüss.